Hallo liebe Zuschauer und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Ich habe gerade hier echt interessante Minuten mit OBS verbracht. Das war mir, nicht mal mit OBS, mit meinem Mikrofon. Das war gerade wirklich spannend anzusehen. Kann ich euch gleich mal erzählen, was da gerade vorgefallen ist. Ich rede aber jetzt erstmal mit Wish Salzwasser. Salzwasser heißt der, oh mein Gott. Weil wir in der letzten Folge diesen Boss besiegt haben. Ah. Der schuppenlose Außenseiter. Dein Ruf eilt dir voraus. Leider. Was hast du da? Unsere verschollene Ocarina? Wir sollen dir gestatten, das heilige Brutgebiet zu durchqueren? Zuallererst wirst du mir einen Gefallen tun. Ja, Sammelquests von Wildquetzalen und gleich mal 6 Stück. Du wirst dafür erst ein die hauen ja voll rein. Dafür werden wir bestimmt nicht die ganze Folge brauchen. Nein. Ach so, warte mal. Hauptkartenspiel. Ja, dann mal rein in den Kampf. Das wird eine lustige Quest. Kurz mal meinen Stuhl ein bisschen runterstellen. Oh, ja, so weit runter jetzt aber auch wieder nicht. So. Jetzt sitze ich ja einigermaßen gemütlich da. So, ja. Ich wollte gerade mit der Aufnahme starten, wie gehabt, ne? Ich war gerade tatsächlich kurz darauf, oder kurz davor, hier zu sagen, nee, ich breche die Aufnahme ab und nehme heute nichts auf, tatsächlich. Weil ich mir dachte, hä, was ist das denn? Ich habe gerade, wieder vor der Aufnahme Soundcheck gemacht, ne? Und so weiter, ist ja normal. Und, ja. Ingame-Sound hat alles gepasst, bloß dass der mal wieder vorher weg war, aber das kann ich ja mittlerweile beheben, so. Und dann fiel mir auf, dass, also, bei meinem Ton so ein übelstes Rauschen im Hintergrund war. Das war auch schon beim letzten Mal so. In der letzten Folge, die ich, glaube ich, aufgenommen hatte und die ich auch hochgeladen habe, dann fiel mir dann im Nachhinein auf, oha, es ist ja irgendwie jetzt ein bisschen ein Unterschied und wenn ich dann das vergleiche mit dem, was ich vorher hatte, keine Ahnung, wo dieses enorme Rauschen auf einmal herkam. Naja, gut, ne, dann habe ich ein bisschen rumprobiert und so weiter. Das war eine Weile noch da, das Rauschen. Das ging auch nicht weg. Und dann dachte ich mir zwischendurch echt, hä, was machst du denn jetzt? Ich habe nichts am Mikrofon umgestellt an sich. Ich habe auch nochmal mit einem anderen Programm aufgenommen, da genau das gleiche Problem. Also an OBS lag es schon mal nicht. Dann habe ich hier irgendwie, was habe ich hier gemacht? Eigentlich nicht viel. Ich habe eigentlich nur an meinem Interface, was hier hinten steht, also wo das Mikrofon angeschlossen ist. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe das Kabel ein bisschen anders gelegt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Und dann habe ich hier so einen Regler hier rüber gestellt. Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, was der macht. Aber ich habe ihn einfach mal auf die andere Position gestellt. Und dann nehme ich gerade wieder nochmal einen Test auf. Und das Rauschen ist komplett weg. Was zum Teufel. Ich muss echt mal gucken, ob das an diesem einen Knopf liegt, den ich da habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür der gut ist. keine Ahnung. Kann ich ja dann mal ausprobieren. Das ist der Knopf, um das Rauschen ein- und auszuschalten. Nee. Keine Ahnung. Gucke ich dann nachher mal genauer nach, aber das ist echt interessant. Aber ich bin natürlich verdammt erleichtert gewesen gerade, dass es jetzt doch noch funktioniert, weil ich wollte unbedingt jetzt die Folge aufnehmen. Weil ich ein bisschen hinterherhänge und heute halt dann 3 Folgen aufnehmen will. Also 2 von Wizard und eine von Assassin's Creed. Und je mehr sich das nach hinten verschiebt, desto bescheuerter ist das dann irgendwann hinten raus. Deswegen sollte man das so schnell wie eben möglich abwickeln. Ja, da sehen wir auch schon, warum diese Quests einfach absolut beschissen sind. Entschuldigung. Quetzalei nicht bei Wildquetzal gefunden. Ja, und wir brauchen 6 Stück davon. Läuft. Ja, ich ziehe gerade nur die Elementarklingen. Ich bräuchte aber eigentlich Feuerklingen. Wobei wir für die Straßenkämpfe vielleicht doch lieber das andere Haustier nehmen sollten. Weil wir da noch eine zusätzliche Klinge haben und die brauchen wir eigentlich auch. Also wir kommen schon so zurecht, aber weiß nicht so ganz.
ich muss ja sagen, mein Stuhl, den ich hier gerade habe, oder beziehungsweise meine Sitzposition ist gerade alles andere als ergonomisch. Müsste mich eigentlich so zurücklehnen, dass das nicht so auf den Rücken geht, weil ich beuge mich gerade ein bisschen sehr krass nach vorne. Das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch. Ich habe aber auch kein... Ah, da ist endlich mal eine. Ich habe aber auch kein... Also... Hä? Nee. Beziehungsweise, wenn ich das mache, dann hört man mich nicht so gut, weil ich dann gefühlt zu weit vom Mikro weg bin. So ist das Leben. Vor allem, was mich ein bisschen stört auch gerade, also, oder generell, der Stuhl ist ja auch nicht ganz optimal. Ich kann den ja nicht unter meinen Tisch schieben. Also, ich kann den Stuhl nicht unter, also an den Tisch ganz ranschieben, weil die Armlehnen zu breit sind. Oder der Tisch zu schmal. Also, der Zwischenraum hier unten. Naja. Boah, also irgendwas ist doch mit unseren Superpips gezinkt. Wir kriegen einfach überhaupt nichts. Mythos-Decathlon-Event haben wir gerade. Oh, Hände des Schicksals. Gibt eine Karte Balanceklinge. Hm, nicht schlecht. Aber das sind ja... Eine Waffe, die sollte dann vielleicht noch ein paar bessere Werte haben. Aber an sich sind die Hände ja ganz interessant. Ach, guck mal, das können wir uns sogar schon holen. Donnerschlange, Satyr als Goldkarte. Cool. Sturmklinge, eine Balance-Rune, eine Lebensrune und ein Mythos-Decathlon-Kartenspiel. Ich muss aber sagen, diese Fäuste sehen eigentlich mega bescheuert aus, finde ich. Weil, also, an sich die Idee von dem Stab ist ganz cool. Also von dem Stab, von der Waffe, sage ich mal eher so. Aber in der Umsetzung sieht das... Oh. Ein bisschen sehr seltsam aus, weil wenn man die anzieht, dann steht der Charakter so komisch da mit ausgebreiteten Armen, wie so eine Vogelscheuche fast schon. Ja. Sieht nicht so cool aus, wie man das gerne hätte. Ja, das ist echt ein Dilemma hier gerade. Wir haben zwei Kämpfe gemacht und bis jetzt noch kein einziges Quetzalei zu Gesicht bekommen. Das ist doch eine gut durchdachte Quest. Gottes Willen, ey. Wozu das auch gut sein soll, diese Filler-Quest. Ich meine, das Spiel ist ja schon lang genug. Ne? Also auch die Story. Da noch solche Quests ständig drin zu haben. Ja, sammle so und so viel von den Dingern. Wenn die wenigstens eine normale, humane Droprate hätten. Ne, wisst ihr? Haben sie aber nicht. Ne? Man kriegt hier gar nichts raus. Wenn ich nach drei Kämpfen vielleicht mal eins von diesen Eiern kriege, ist ein bisschen kritisch. Warum blinkt dieses Symbol hier oben eigentlich die ganze Zeit? Achso, ich kann ein... Du musst erst Platz in deinem Rucksack schaffen, um diese Belohnung aufzunehmen. Leck mich. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung, kann ich nicht sehen. Wahrscheinlich ein EP-Steigerungselixier. Das wäre ganz cool. Das könnten wir dann demnächst noch mit verbrauchen. Wir sammeln ja gerade in den letzten Folgen irgendwie relativ gut diese Bonuspunkte ungewollt, weil die, also praktisch jedes Mal, wenn wir eine Goldkarte verwenden, wir da zwei Punkte kriegen. Ich weiß nicht, wie oft man das machen kann am Tag. Ach da. Wir leveln sogar beide Events dadurch. Das ist cool. Goldkarten im Kampf einsetzen. 6 von 20. Wir können 20 pro Tag machen und kriegen für jedes dieser Dinger einen Punkt. Das ist eigentlich ganz cool. Kritisch. Gib mir ein Quetzalei. Wenigstens eins. Wobei, das wäre eigentlich ein bisschen doof. Vielleicht zwei? Tatsächlich, 2 von 6. Ja, immerhin.
dann ist ja doch irgendwann ein Ende in Sicht. Ich nehme mal die ganzen Elementarklingen raus, die sind nämlich gerade ein bisschen nervig. Und fülle das mal mit Feuerklingen auf. So. Weil das sind eigentlich die, die wir aktuell brauchen. Die Elementarklingen nehmen uns bloß ungültig. Ungültig. Unnötig. Pips weg. Ich habe immer Angst, die Klinge einzusetzen, wenn ich zwei Superpips habe, weil ich dann genau weiß, das Spiel wird mich wahrscheinlich wieder auf den Arm nehmen wollen und dann kriege ich den letzten Superpip wieder nicht, den ich brauche. Aber ich habe mal ein wenig Vertrauen in mein Glück. Ach, stimmt. Es ist eigentlich generell gerade ein Spiel mit dem Feuer, was ich hier mache. Guckt euch das an, schon wieder kein Superpip bekommen. Da geht's schon los. Das ist eigentlich ein Spiel mit dem Feuer, was ich hier gerade mache. Haha, sagte der Feuerzauberer, weil die ja theoretisch jederzeit dieses Erdbeben zaubern könnten. Und dann sind wir... Naja, dann haben wir ein Problem, sage ich mal so. Irgendwie machen die das zwar nicht, aber... Es ist ihnen möglich und das ist ein bisschen gruselig eigentlich. Aber ich sollte vielleicht nicht darüber nachdenken, dann machen die es bestimmt auch nicht. Seht ihr, es kommt nur ein Ortus. Der passt ja noch. Ich finde, der Ortus sieht so cool aus. Jetzt mal im Ernst. Ich liebe diesen Zauber vom Design her. Mit diesem Mond hinten, der so leuchtet und dann... Oh. Das Haustier macht aber irgendwie auch nichts. Das steht nur da rum und denkt sich, ach ja, schön hier. Es ist generell ein sehr lebendiges Haus hier, sage ich mal, von der Animation her, was mir auch sehr gefällt. Die Sonnenschlange ist ja dann doch ein bisschen statisch, sage ich mal. Aber das ist bei den neueren Haustieren generell relativ schön gelöst, dass sie sich oft bewegen, dass die viele unterschiedliche Animationen auch haben. Dass das Ganze ein bisschen lebendiger wirkt, das ist eigentlich ganz schön gelöst. Gibt es eigentlich neue Haustiere im Kronladen mittlerweile? Ah, seht ihr, jetzt haben wir sogar noch ein drittes Ei bekommen, sehr schön. Was gibt es denn mittlerweile so? Einzigartige Haustiere, was ist das denn? Bronzegolem, gewitzte Seehundrobbe. Mhm. Oh, das Eichhörnchen, das ist auch cool. Oh. Knuffig, aber hole ich mir nicht. Ja, diese Robben finde ich auch sehr cool. Ich habe mal versucht, so ein Ding tatsächlich zu züchten für Sturm, glaube ich. Ne, für Mythos, für Mythos. Hat aber nicht geklappt. Das Ding hat einfach alles Mögliche bekommen, außer das, was es bekommen sollte. Das ist natürlich dann unschön. Was habe ich denn hier für komische... Achso, das sind alles Haustiere. Verkaufen wir ein bisschen was davon, damit wir jetzt hier die Belohnungen annehmen können. Ein großes Gold-Elixier. Plus 10% Gold. Okay. Hatte ich mir jetzt anders vorgestellt, aber egal. Ende des Schicksals. So Leute, jetzt guckt euch das mal bitte an. Wenn ich die jetzt ausrüsten würde. Guckt euch mal die Pose von dem Charakter an. Das sieht... Ja. Und das sieht auch so komisch aus. Du hast diese dünnen Arme und dann ist da so ein riesiger, überdimensional großer Handschuh dran. Ja, das sieht ein bisschen... Das ist der Versuch, Thanos zu schaffen, nur dass der irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Nein! Oh Gott. Die machen doch das Erdbeben. Ja, toll. Dann müssen wir jetzt mit zwei Klingen das Ganze hier irgendwie reißen. Wenn wir die zwei Klingen machen dürfen, bitte lass mich die Klingen zaubern. Weil wenn die jetzt hier instant jedes Mal wieder wegmachen, ist das ein bisschen... unfair.
Okay. Wir können immerhin mit zwei Klingen angreifen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das jetzt machen wird, aber irgendwie muss es ja klappen jetzt. Wir haben ja noch den Drache und den Meteoriteneinschlag, von daher müsste es ja trotzdem reichen. Oder wir treffen kritisch, das wäre natürlich noch besser. Kritisch, kritisch, schade. Ja, ich hab's ja prophezeit, wir werden wahrscheinlich die ganze Folge an der Quest sitzen und wahrscheinlich auch noch nächste Folge, weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier fertig kriegen. Denn die Folge geht noch so knapp für 5 Minuten, würde ich sagen. Und wir haben gerade mal die Hälfte von diesen Dreckseiern. So. 3 von 6. Es ist doch echt unglaublich, oder? Mich würde echt mal interessieren, ob es irgendwelche Seiten gibt oder ob es irgendwelche Daten tatsächlich dazu gibt, wie hoch die Dropchance ist bei diesen Quests. Oder ob das von Gegner zu Gegner variiert, kann natürlich auch sein, weil, also, gerade hier, das ist wieder so eine Situation wie damals bei diesen Feuertrianten in Avalon. Man kriegt dieses Ding einfach nicht gesammelt oder halt gedroppt von den Gegnern. Das ist der helle Wahnsinn, ich habe keine Ahnung, wie niedrig die Chance ist, aber die scheint ja schon echt, verschwindend gering zu sein. Wenn man dieses Zeug einfach nicht bekommt. Haben wir eigentlich irgendwas Interessantes hier noch? Oh, Kammers Juwelen-Set. Ja, gut. Eine ultimative Rune. Aha. Das Haustier ist ganz cool eigentlich. Was gibt es denn? Oh, Geisterschild. Mhm. Diese Hamster sind ja auch ganz nett. Was ist das eigentlich? Eine doppelte Anzahl Projektscheine. Projektscheine? Endgültige Belohnungen. Ach so, wenn man hier... Aha, man kann auch einen Pokal hier gewinnen. Also als Deko fürs Haus. Das sieht doch tatsächlich ganz cool aus eigentlich. Erster Platz. Mythos. Hm. Gefällt mir vom Design. Oh, unser Haus, die hat die Balanceklinge gezaubert. Also ich habe gerade gar nicht so richtig hingeguckt. Aber das war die Drachenklinge. Nee, wie heißt das Ding? Das heißt nicht Drachenklinge. Drachenlanze heißt das Teil. Ja, das kann schon manchmal verdammt nützlich sein, wenn das Haustier das macht. Ein bisschen mehr durchstechen und eine 35% Klinge, das kann sich sehen lassen. So, wie viel jetzt? 4 von 6. Boah, das zieht sich so ewig hin, ne? Würde ja echt mal gucken, ob ich vielleicht diese Quests in Zukunft überspringe. Ich weiß es nicht. Andererseits sehen wir so die Realität hinter Wizard 101. Der ultimative Struggle hinter diesen Quests. So ein bisschen. Oh Gott. Es gibt ja auch Haustier-Talente, wo das Tier dann die Klingen auch auf Verbündete machen kann. Also es gibt auch dann... Keine Ahnung, ich hatte mal einen Kristallschmetterling und der hatte
eine Drachenklinge auf Verbündete. Da steht dann auch hinten beim Talent in Klammern auf Verbündete. Das heißt, wo dann auch der Rest des Teams davon profitieren kann. Ah, der ist schon fleißig mit der Heilung dabei, das gefällt mir. Dadurch müssen wir dann auch selber im Kampf weniger Sorgen haben, irgendwie wegzusterben. Weil er heilt schon relativ häufig. Der kleine Kaktushüpfer. Vor allem jetzt gerade geht er extrem ab. Das ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Mit der Elfenfee allein schon 700. Ist schon ordentlich. So, dann beten wir mal zum Himmel, dass wir jetzt gleich noch durch... Oh Gott. Dass wir jetzt durch diesen Kampf hier wenigstens noch eins von diesen Eiern kriegen, dass wir dann in der nächsten Folge nicht mehr so viel machen müssen. Jetzt werde ich angerufen auf Discord. Hätte das nicht 2 Sekunden später passieren können, Leute? Ich bin gerade noch am Aufnehmen. Gottes Willen, ey. Wie auch kaum jemand dran geht in unserer Gruppe hier gerade. Ah doch, jetzt hat. Mann! Jetzt bin ich wieder der Letzte, der in den Discord-Talk reinkommt. Weißt du? Mann! Nur weil ich mal eine halbe Minute länger brauche als angesetzt. Entschuldigung. Okay. 5 von 6, passt schon. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, werde ich die Folge an der Stelle beenden und dann werden wir beim nächsten Mal diese Quest endlich abschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.